Der Fanblock des Chemnitzer FC am Samstag. 4000 Menschen trauern um den stadtbekannten Fan und ehemaligen Stadionordnungschef Thomas Haller, kürzlich an Krebs verstorben. Doch Haller war auch Gründer der Hooligan-Organisation Hunara, kurz für Hooligans, Nazis und Rassisten. Öffentliche Trauer um einen bekennenden Neonazi. Der insolvente Verein verteidigte das zunächst, entließ nach dem Rücktritt des Geschäftsführers heute jedoch 3 Mitarbeiter, darunter die Fanbeauftragte. Der Insolvenzverwalter stellte außerdem Anzeige gegen Unbekannt. Nach Aussagen der zuständigen Mitarbeiter drohten massive Ausschreitungen. Dieser Umstand begründet zumindest den Anfangsverdacht für eine schwerwiegende Nötigung, der von den zuständigen Ermittlungsbehörden aufzuklären ist. Die Stadt Chemnitz ist Eigentümerin des Stadions. Sie forderte den Verein auf, mehr gegen Rechtsextremismus zu tun. Ähnlich sieht das der Freistaat Sachsen. Wir können es nicht akzeptieren, dass ein Club ein Gedenken veranstaltet, das auf rechtsextremem Gebiet angesiedelt war. Umstritten auch der Auftritt von Stürmer Frahn am Samstag, der nach einem Tor ein Hooligan-Shirt hochgehalten hatte. Frahn hat sich inzwischen entschuldigt. Fragen bleiben.